Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei The Walking Zombie 2, hier in unserem alten Zuhause. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wir waren mal hier in den Woodlands, ganz am Anfang. Ich schaue ganz kurz nach, mein Rucksack ist aufgeräumt, ich habe auch gar kein Geld mehr und nichts. Wir müssen mal schauen, wo Aufgaben möglich sind. Dazu holen wir uns zunächst einmal unser kostenloses Zeug, was ich nämlich immer vergesse. Zunächst einmal ein bisschen kostenloses Geld. Spin the Wheel. Was gibt's Schönes? Ein Fertigkeitenpunkt. Dankeschön. Den nehme ich doch direkt gerne in die Hand. Komm. Bisschen mehr HP ist immer gut. Haben wir Aufgaben? Ich glaube nur im Open-World-Bereich. Was jetzt nicht ganz so spannend für mich ist. Deswegen glaube ich, werden wir... Wohl erstmal, aber wir müssen schauen, wie kommen wir in die City of the Sun? Ich meine, noch ist es gelockt, sie existiert ja schon, nicht so wie Northtown. Ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Wir holen unser kostenloses Benzin ab. Fahren erstmal ganz schnell nach Springfield, gucken, ob ich da irgendwas akzeptieren muss, besprechen muss, was ich noch nicht gemacht habe. Um City of the Sun freizuschalten. Es sieht aber nicht so aus. Wir betreten ganz kurz die Stadt, klären das mal ab, ob ich damit jedem schon alles besprochen habe, was zu besprechen ist. Nee, Luke nämlich nicht. Luke, Kollege. Es war die Samenbeschaffung, oder? Jemand hat den Bauernhof in Brand gesteckt. Wahrscheinlich die Banditen. Die ganze Arbeit wurde vernichtet. Hau raus. Kannst du da hingehen, das Feuer löschen und herausfinden, wie groß der Schaden ist? Mach ich doch glatt. Wir haben hier wenigstens was zu tun. Weil ich will nicht ins Open World reisen, wenn ich ehrlich bin. Da möchte ich nicht hin. Weil da bin ich dauernd noch unterwegs und ich kann nicht speichern. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier aktiv. Wäre mir am liebsten... Gucken wir mal, was uns auf dem Bauernhof eben so erwartet. Es brennt. Finde den Eimer. Okay. Komm. Okay, okay, okay. Schöner Flug. In Ordnung, das muss ich ja nachlöschen. Das Fass nicht benutzen. Ich würde die Fässer nämlich gern vor allen Dingen für größere Gruppen auf einmal nutzen, nicht für so kleine Einzeldinger. Immer mit der Ruhe, ihr zwei seid auch tot. Einmal nachladen und dann geht's löschen. Schön, dass es hier aber einen eigenen Brunnen für gibt. Oh, verdammt. Sordele. Die Gruppe würde ich gerne da hinten hinziehen, zu dem Fass.
Weil da hinten ist das nächste Feuer, das heißt, da muss ich danach hin. Und dementsprechend würde ich das Fass danach nutzen. Schöner Flug, finde ich. Und dann machen wir die anderen mal platt hier. Ja, komm. Schön, wie das Blut spritzt, wenn du in meine Shotgun, in meinen Shotgun-Lauf guckst. So, jetzt machen wir hier mal den Rest noch klar. Immerhin, wenn du vor hier einen kleinen Bach. War ich zu nah. Passiert. Kein Dicker bisher zu sehen. Was ich angenehm finde. Weil die sind alle schnell gekillt. Ja, es sind die letzten vier. Damit ist die Aufgabe erledigt. Ordentlich was einkassiert, nehme ich mal an, oder? Oh! Dialog. What the fuck? Well, so it doesn't look like it was an accident. Someone really wanted to see that farm burn. But why? Immerhin, Aufgabe erfüllt und wir können zurück in die Heimat fahren. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen, was mich freut. Den Eimer packe ich dann direkt erstmal in den Kofferraum. Du wirst wieder ausgestattet. Ich habe so viel Zeugs da. Ich glaube, davon muss ich auch ein bisschen was verkaufen im Notfall. Einmal ein bisschen Kleinigkeiten für dich. Wieder zurück zu Luke. Der Kollege weiß sicherlich, was ansteht. Erledigt war ein Kinderspiel. Danke, dass du das Feuer gelöscht hast. Der Bauernhof wurde zerstört, also haben wir wieder kein Essen. Bis dann. Ah, der Bürgermeister will was. Bürgermeister. Mr. Trump. Toll, du bist hier. Wir haben hier eine Situation, in der etwas Diskretion erforderlich ist. Worum geht's? Stell keine Fragen. Werde einfach das Paket los, das ich für dich habe.
Tote Körper. Ich kümmere mich drum. Das kann ja lustig werden. Ab in den Steinbruch. Na, los geht's. Wir werden Leichen loswerden. Nimm die Leiche. Säuber das Gebiet von den Zombies und dann lege die Leiche in das Boot. Dummerweise habe ich erst diesen Quarterback-Typen. Weil der ist immer sehr nervig. Jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. Weil die sind alle One-Shot. Außer ich ziehe komplett daneben natürlich. Dann nicht. Oder bin zu weit weg. Wie eben. Weil ich meine, es ist und bleibt eine Shotgun. So, und jetzt nehmen wir mal die Shotgun für die letzten beiden. Und dann legen wir die Leiche auf das Boot. Hallo, ihr Banditen. So, den Hund wollte ich noch loswerden, weil der ist nämlich nervig. Finde einen großen Stein und finde das Seil, okay. Ich meine, hier ist ein großer Stein. Wir können aber einfach diesen Stein nehmen. Okay, wir holen euch alle zusammen und dann machen wir ganz kurz ein Feuerwerk, weil ihr so schön rumfliegen könnt. Ich muss da nur ganz kurz rein, bitte. Muss nämlich ein Seil holen, Herr Polizist. Mehr mache ich gar nicht. Ich leihe es mir auch nur. Ihr könnt es euch dann draußen im Boot wieder abholen. Ganz einfach da draußen, vor eurer Tür. Das heißt, ich behalte es nicht mal. Hier kann ich wahrscheinlich nicht zumachen, natürlich nicht. Ja gut, du kommst aktuell nicht her.
Schön. Knote einen Stein an die Leiche. Oh, guck mal hier. Ein Fass. Das finde ich gut. So, dann gehen wir mal da runter. Machen die Geschichte mit dem Stein und den Knoten. Los geht's. Tschüss. So, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen in die Richtung schwimmen. Tritt die Leiche ins Wasser. Tschüss, mein Freund. Die Zombies nehme ich noch mit. Sehr gut, dann können wir jetzt zurückreisen. Ins Zentrum. Mal schauen, wie froh der Bürgermeister ist, dass wir die Leiche haben verschwinden lassen. Aber natürlich vorher wieder beim Händler vorbeigehen, Sachen verkaufen, wie immer. Ich glaube, ich muss hier von nichts Sachen verkaufen. Dich zum Beispiel. Und wahrscheinlich auch dich. Zumindest ein Teil davon. So. Munition, das wird verkauft, das Red X. Ein paar bessere Dietriche. Guck mal hier. Lauter Kleinzeug kriegst du auch noch. Und der Bürgermeister ist erledigt, war ein Kinderspiel. Du musst deinen Deal mit einem dem Banditen machen. Ich brauche Baumaterial für meine Mauer. Finde Giuliani und besteche ihn. Welche Mauer? I will build a great, great wall and zombies will pay for it. Trust me, friend. They are not sending their best. A wall will solve everything. Zombies, bandits, ill, poor, old and ugly. Okay, it's your city, Mayor. It is, and the wall will make sure that it will be mine forever. Okay, what should I do? First, we will get the materials from the bandits. Also, ihr habt's gehört, wir holen uns das Material von den Banditen wieder zurück zum Steinbruch. Gut, dass ich da ja erst herkomme. Und ich habe die Materialien schon gesehen.
Ich denke allerdings, dass es hier vielleicht besser ist, die Dinge auszuwählen, ja. Ach, nee. So. Ich denke mir, für das Duell gegen die Banditen ist es besser, Schnellfeuerwaffen zu haben. Weil ich nämlich da auch auf die Distanz tödlichen Schaden anrichte. Und nicht nur wie mit der Shotgun auf relativ Close Range gehen muss. Ich finde es halt nicht schön, dass da unten schon steht, kümmere dich um die Banditen. Das heißt doch einfach schon wieder direkt, ich muss sie abknallen. Torwartrampe. Gute, ich muss zu Giuliani. Ich muss rein, der Bürgermeister hat mich geschickt. Oh, ich kann einfach so sagen, ich habe genug Skills. Ich habe eine wichtige Nachricht für deinen Boss, mach auf. Okay, geh rein, aber mach keine Dummheiten. Danke. Aktuell noch Friendly Fire, deswegen alles grün. Hallo Chef. Hey. Der Bürgermeister hat mich geschickt. Wir brauchen das Baumaterial. Wenn du mich bezahlen kannst, kümmere ich mich darum. Der Anführer darf nichts davon erfahren. Na klar, kein Problem. Kann ich die Ladung überprüfen? Natürlich. Und beseitige auch alle Zombies. Ich kümmere mich drum. Natürlich. Mach auf. Haben wir noch irgendwelche Bösewichtigen? Nein. Die anderen sind alle gechillt. Ach, weißt du was? Komm. Kommt hier alle ein bisschen zusammen, bitte? Das wäre sehr nett. Weil wenn ich mich euch alle abgeknallt habe, komme ich wunderbar an die Baumaterialien. So, kommt hier auch mal her. Es war schön. Leider keinen guten Flug gewünscht. Es tut mir ein bisschen leid, aber man kann nicht alles haben. Ach, die zwei gehört. Der gehört gar nicht dazu. Der und sie wahrscheinlich, oder? Nein, sie nicht. Du! Du versteckst dich da hinten. Ja, sieht gut aus, das Material, oder? Das ist dem Boss aber auch nicht interessiert, dass ich da rumgelaufen bin. Erledigt. Ladung sieht gut aus. Komm heute Abend mit dem Geld zurück. Alles klar. Also wieder zurückgehen, ihm sagen, hier übrigens, das kostet Geld. Danach wird er sagen, ja, ich zahle aber nicht dafür, die Zombies zahlen dafür.
Ob der Bürgermeister bezahlt, seht ihr allerdings erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei The Walking Zombie 2. Auf Wiedersehen.